Tja, und damit ist vorbei. Ich kann hier auch nicht aussehen, dass wir das wiederholen wollen. 1500 Meter Eisschnelllauf der Frauen im Turiner Oval Lingotto. Schon wieder Eisschnelllauf. Das macht doch keinen Spaß. Jetzt müssen wir das Ganze auch noch 1500 Meter lang machen. Achso. Start verpennt. Mach schneller. Hallo? Guter Anlauf, sehr kraftvoll. Lenken S und D. Wo müssen wir, wo sind wir denn überhaupt? Ich muss mich so ein bisschen drauf konzentrieren, sonst klappt das nicht. Und ich sehe mal wieder absolut nicht, überhaupt nicht, wo ich hinlenke. Ihr Lauf wirkt völlig aus dem Rhythmus. Stimmt doch gar nicht. So schlecht bin ich doch hier gar nicht. Ja, aber diese Fahrerei ist echt dämlich. Ich muss hier wirklich unten auf die Balken gucken. Oh je, die Zwischenzeit. So viele Fehler sind jetzt kaum noch gut zu machen. Was bitte? So, letzte Runde und wir müssen beides außen fahren, oder wie? Ich bin hier oft zu früh. Ich will natürlich auch nicht hier drüber drücken. Das war aber gar nichts. Was war denn gar nichts? Ja, also die Disziplin ist für ein AA. Das ist... Ich habe hier keine... Ich habe hier echt keine Rückmeldung. Und ich kann hier wirklich nur auf die Balken unten gucken. Ja. Das macht keinen Spaß, Freunde. Vor allem, da ich es absolut nicht verstehe. Ob ich hier noch lenken müsste, wohin ich lenken müsste. Keine Ahnung. Wo ist denn da verbrösel? Riesenslalom. Der Herren Berlin. Riesenslalom ist es sehr toll. Scola, die Ski. Die letzten da unten die Klötze, oh je. Ach, auch noch da Frauen. Die technischen Disziplinen können wir alle mit den Frauen machen. Ich dachte, mit Enter muss ich. Total verpatzt. Ich mich verarschen? So, Riesenslalom. So, einen richtigen Rhythmus habe ich hier auch noch nicht. Aber das lässt sich wenigstens hier noch. Das lässt sich hier wenigstens noch halbwegs fahren, ja? Das mit dem Slalom war Mist. So. So. Sieht doch gar nicht schlecht aus, was wir hier machen. Macht doch halbwegs Spaß. Scheiße, am Tor vorbei. Ja. Tja, gute Zeit. Damit kann man zufrieden sein. Eine Sekunde hinten, nicht ganz. Aber das ist doch mal was für den zweiten Lauf, ja? Die letzten so. Vorbereitungen. Ich würde es ganz gern. Also ich muss hier gar nicht Enter drücken, sondern ich kann hier auch einfach. Technisch einwandfrei. So, das wollte ich sehen. Oh, Vorsicht! Die Ski kommen zwar ein bisschen komisch daher. Aber wie ihr wisst, bin ich ja hier in der Ski Challenge auch immer in der First Person unterwegs. Ja, die Zwischenzeit bleibt doch weit hinter dem ersten Durchgang zurück. What? Oh, shit. Nein! Nein! Ja, du sagst es nein. Die Zwischenzeit. Nicht mehr ganz so gut wie im ersten Durchgang. Ei, der Lauf passt mir jetzt aber gar nicht mehr. Zwei Fehler haben wir schon. Beim nächsten Fehler ist sie raus.
glaube, der zweite Lauf ist deutlich. Sie scheint hier nicht in bester Verfassung angekommen. Oh, da waren wir aber schon deutlich schneller. Aber immerhin reicht es noch für Bronze. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber im zweiten Lauf haben wir es verbockt. Vielleicht ist die First Person doch nicht so cool. Heieieiei. Mann. Aber wieder eine Bronzemedaille. Eine Silberne haben wir schon. Ja, wir sind hier die Bronzefraktion. Ach ja, ach, fahren wir mal wieder Bob. Willkommen zum Wettkampf im Vierer Bob in Cesana Pariol. Am Start jetzt Deutschland. Juhu! Bob fahren, wissen wir ja, wie es geht. Bing, 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 bing. Gute Leistung schon hier am Start. Ja, natürlich. Anlaufgeschwindigkeit. So. Müssen wir wieder gucken, dass wir hier nirgendwo anecken. Die Zwischenzeit ist exzellent. Auf jeden Fall. Ein sehr schnelles Rennen bisher. Wow. Nein, nicht kratzen. Nicht kratzen am Rand. Oh, das macht Spaß, so mittig fahren. Und die fantastische Zwischenzeit belohnt diese tolle Fahrt. Selbstverständlich. Aber ja, komm, da. Komm weg da von der Bande, Gute Zwischenzeit. Boah, jetzt wird es hier wieder so da unfassbar schnell. Die Bande. Halb so schlimm. Wie halb so schlimm? Demonstration des Bobsports. Wenn Sie die Zeit jetzt noch ins Ziel bringen, dann dürften Sie heute kaum noch zu schlagen sein. Natürlich bringen wir es ins Ziel. Das könnte 132,4. Wie sogar für eine Medaille jetzt? Was jetzt? Sehr gut oder nicht so sehr gut? Wir reißen zumindest mal die Arme nach oben. Wo sind wir? Silberkurs. Puh, aber wir haben noch einen zweiten Lauf. Jetzt darf man es noch nicht verbocken. Der erste Bobsportclub wurde 1897 in St. Moritz gegründet. Danach verbreitete sich der Sport in vielen Wintersportgebieten von ganz Europa. Ich treffe doch hier. Viel zu langsame Anlaufgeschwindigkeit. Ja, das habe ich jetzt aber gar nicht verstanden. Warum? Ui. Und wieder die Bande. Ja, das war wirklich nicht sauber. Oh. Aber wir fahren hier doch ganz gut. Ich habe das Gefühl, mein Bildschirm ist so groß, dass ich die rechts und links unten, ich sehe es immer nur so ein bisschen in meiner peripheren Sicht. Etwas schlechtere Zwischenzeit als in Durchgang 1. Ja, wir sind immer noch gut unterwegs. Die Zwischenzeit, oh je. Wie, oh je. Die Zeit lässt doch zu wünschen übrig. Shit, jetzt haben wir schon wieder eine gute, eine schlechte Zeit. Das gibt's da nicht so fix. Wieso reißt ihr denn nicht die Arme nach oben? Obwohl der Mann da hinten in sein Mikro brüllt. Na, ein Silber. Bronze. Mal wieder Bronze. Wir sind hier irgendwie wie Mittelalter-Bronze. Ne, nicht Mittelalter-Bronzezeit. Was rede ich denn für einen Quatsch? So. Ja, schön. Letzter Kampf. War auch der letzte Wettkampf, oder? 15 von 15. Ah, hier kommt ein Medaillenspiegel. 51 Minuten Gesamtspielzeit. Aha. Also auch wie beim letzten Mal ungefähr so eine Stunde, wenn man sich das ein bisschen ausführlicher antut. Tja, leider haben wir eine ganze Haufen Bronzemedaillen und nur eine silberne. Für eine Goldmedaille hat es leider nicht gereicht. Schade. Tja, was meint ihr denn? Soll ich noch ein paar Einzeldisziplinen, was haben wir denn hier? Zusammenfassung. 6 Medaillen gesammelt. 0 Disziplinen gewonnen. Lieblingsdisziplin ist Ski Alpin und Super-Ski, ja, wer hätte es gedacht? Schnellster bei 11 Zwischenzeiten. Neue Bestleistung in 0 Disziplinen. 0 Aufgaben erledigt. 4 persönliche. Was für Aufgaben hätte ich denn erledigen sollen? Disqualifiziert in einer Disziplin. Schlechteste ist Ski Alpin Slalom. Ja, klar, da bin ich halt im ersten Tor, im ersten Dings rausgefahren. Was willst du machen? Ja, soll ich noch ein paar Disziplinen fahren? Was meint ihr denn? Dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Dann fahre ich noch mal ein paar für euch. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Spiel wieder. Was ist mein Fazit zum Spiel? Nun, wie das andere Olympia Game auch, hat ordentlich Spaß gemacht. Ist ganz nett gemacht. Wir dürfen jetzt natürlich nicht vergessen, dass das Spiel schon 7 Jahre alt ist. Natürlich von der Grafik her nicht mehr ganz aktuell ist. Ansonsten ist es mal wieder natürlich irgendwie so eine
Arcade-Geschichte. Es ist jetzt kein einziger von diesen Wettkämpfen ist irgendwie so realitätsnah abgebildet oder so, sondern man hat immer versucht, hier irgendwas zu machen, was man mit der Tastatur hier so schnell herunterklimpern kann, wo auch nicht so viel Übung erforderlich ist. Und wie ihr gesehen habt, kann man es im Hot-Seat-Modus spielen, beziehungsweise wahrscheinlich Split-Screen oder Hot, ich gehe mal davon aus Hot-Seat. Das heißt, wenn ihr zu mehreren am PC sitzt, dann werdet ihr der Reihe nach eure Wettkämpfe durchführen und so dann indirekt gegeneinander. Wobei, wir können uns das ja mal kurz angucken. Ich habe hier nur gerade niemanden, der... Ja, machen wir weiter. Schauen uns das jetzt einfach mal kurz an. Bei der Abfahrt wird man ja wohl nicht parallel fahren. Abfahrtswettkampf in Sestriere Borgata. Nee, die Anspannung da fährt man dann nacheinander ins Gesicht geschrieben. Ganz genau. Der Start sah schon mal ganz gut aus. Jo, so wird's dann. So wird's dann gemacht. Und dann wechselt ihr. Man kann hier Wettkämpfe erstellen und dann hier sich die Reihenfolge selbst aussuchen, wie man das möchte. Ja, jetzt hörst du aber bitte auf. Ich will wieder zurück. Einzeldisziplin. Jo, wissen wir auch. Sind ein bisschen anders aufgeteilt wie in der 2010er Version. Biathlon war da, glaube ich, gar keiner dabei. Langlauf ist dabei. Dafür hatten wir hier zum Beispiel kein Trickski oder sowas, was ja beim anderen dabei war. Oder dieses Short Track. Da versucht man vielleicht auch ein bisschen abzuwechseln. Wobei das hier ist natürlich auch von einer komplett anderen Firma hier erstellt worden. Rekorde. Ah ja, hier können wir uns die ganze Zeit nochmal angucken, welche Medaillen hier wir schon haben. Schön, schön, schön. Ansonsten nicht sehr spektakulär. Gucken wir noch bei den Mitwirkenden vorbei. Torino 2006. Von 49 Games Development Team. Ah, sieht sogar so aus, als wäre es ein deutsches Team gewesen, oder? Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen. Auf Florian Kruse, Frank Sievers. Special thanks to Marianne Millig. Internal Testing. Bauch, Edel, weg, bla 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 bla. Additional Testing. Aha, RTL Enterprises GmbH, da wissen wir ja schon, wo das Spiel herkommt. Alles klar. So sieht das aus. War denn auch schon das, jetzt gar nicht nachgeguckt, habe ich gar nicht mehr im Kopf, wo dann das Agencia Organizing Committee. Aha. 2K Games Produktmanager, Production Team, Marketing, Licensing Director, bla bla bla, European Publishing Team. Alles klar. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Euer Alpine sagt bye bye, danke. Und dann eben bis zum nächsten Mal. Welches Spiel wir dann spielen, ist noch nicht ganz raus. Vielleicht habt ihr wieder Vorschläge. Dann sagt einfach Bescheid.